Herzlich willkommen zu einem neuen Twin Flame Video. Du hast schon den Titel gelesen, der so ähnlich lauten wird wie: Sein Ja zu dir wäre seine Rache an dir. Wenn du ein Kursschüler oder eine Kursschülerin bist, also wenn du den Kurs in Wundern liest, dann wird dir schon so ein Lichtlein aufgegangen sein, wo die Reise hingeht, was dieser Titel zu bedeuten hat. Wenn du kein Kursschüler bist, fragst du dich, hä, Rache, was? Aber ich schalte jetzt mal ein. Ist halt ein Video von der Handan. Da ist immer was Interessantes dabei. Egal zu welcher Gruppe du gehörst, du wirst gleich viel schlauer aus diesem Video rausgehen, als du jetzt bist. Das ist auf jeden Fall mein Ansinnen. Vorher möchte ich dir noch mehr Tolles erzählen und dich einladen, denn ich lese immer wieder in den Kommentaren, und so habe ich es gerade getan vor einigen Minuten, dass es da so Wünsche gibt wie: Ach, könntest du doch in meinen Kopf schauen und meine wirren Gedanken ordnen, könntest du da in dieses Chaos ein bisschen Ordnung reinbringen. Das kann ich natürlich, und du kannst ab sofort in meinen neuen Mitgliederbereich kommen. Nicht den Mitgliederbereich hier auf YouTube, sondern den auf Mighty Networks. Da gibt es auch eine App zu, das finde ich total toll. Und in diesem Mitgliederbereich, wenn du da Mitglied geworden bist, gibt es zweimal monatlich eine offene Sprechstunde. Du musst dich also nicht wie in der Praxis anmelden und ganz viele Formulare ausfüllen. Es geht nicht um die Aufnahme in meiner Heilpraktikerpraxis, sondern mit wenigen Klicks bist du im Mitgliederbereich und dadurch berechtigt, an der offenen Sprechstunde teilzunehmen. Solltest du mal nicht können, ist das auch kein Problem. Alles wird aufgezeichnet und dann kannst du dir jede einzelne Session im Nachhinein so oft anhören, wie du das magst. Der Link zu allem, aber vor allen Dingen zum Mitgliederbereich, ist hier unter dem Video. Klick drauf, komm dazu. Ich bringe gerne Ordnung in deine wirren Gedanken. Sein Ja zu dir wäre seine Rache an dir. Erinnere dich jetzt an eine Situation, in der du gefragt wurdest, ob du etwas tun würdest. Jemand hat dich gefragt, liebe Dingsbums, würdest du Folgendes für mich tun? Schriftlich. Ja, die Frage kommt schriftlich rein, sodass du nicht sofort eine Antwort geben musst. Wenn du dich an eine Frage erinnerst, die du so oder so ähnlich bekommen hast, wirst du dich auch daran erinnern, wie deine sofortige Reaktion war. Wenn deine sofortige Reaktion war, aber ja sofort oder aber ja natürlich, wirst du sofort auch geantwortet haben, du wirst sofort erwidert haben, ja natürlich, dann und dann könnte ich das tun, oder ja natürlich, sehr gerne, das und das könnte ich für dich tun. Wenn deine Antwort nicht sofort ja war, war sie nein. Doch da wirst du nicht sofort geantwortet haben, nein, diesen Gefallen tue ich dir nicht. Könntest du ja tun, aber was haben wir alle gelernt? Wir haben gelernt, dass eine Frage seltenst, das Wort gibt es auch gar nicht, aber wir benutzen das, seltenst wirklich eine Frage ist. Was wir gelernt haben, ist, dass eine Frage eine Forderung ist. Eine Forderung in dem Kostüm einer Frage. Was wir gelernt haben, ist, dass wenn wir dieser Forderung nicht nachkommen, dass uns dann Sanktionen
drohen. Jemand ist beleidigt, also der Fragende ist beleidigt oder gekränkt oder beschwert sich gar oder bestraft uns gar. Am Ende endet das in der Trennung. Und das wollen wir vermeiden. Und obwohl wir selbst in die Trennung gehen oder in der Trennung sind, wollen wir doch den äußeren Anschein wahren, wir seien in der Verbundenheit. Eine Freundin fragt dich, bittet dich um einen Gefallen und deine spontane Antwort ist nein. Ist sie dann eine Freundin? Wäre die Frage für dich herauszufinden. Ist die Frage wirklich eine Frage oder ist sie eine Forderung? Das wäre, gilt es herauszufinden. Wie sieht es mit deinen Fragen und Bitten aus? Hat der Empfänger deiner Nachricht wirklich die Wahlfreiheit oder bestrafst du ihn wenigstens mit einem bösen Urteil über ihn, auch wenn du es für dich behältst? Wie reagierst du auf ein Nein? Kommen wir jetzt zu Twin Flamino. Er antwortet dir in der Regel auch nicht mit Nein, obwohl er ein Nein hat. Willst du mit mir gehen? Fragst du indirekt durch deine Handlungen, deine 7000 Mails pro Tag oder WhatsApps pro Tag, deine Darbietungen, deine verschiedenen Manipulations- und Einladungsversuche. Damit fragst du immer wieder mit kürzer werdender Halbwertszeit, willst du mit mir gehen? Und er könnte ja, nein oder vielleicht antworten, wie in der Schule. Und er sagt gar nichts und verschwindet von der Bildfläche. Damit demonstriert er sein Nein. Wenn er ja sagen würde, in dem Zustand, in dem ihr beiden seid, ja, in dem Mindset, in dem ihr beiden seid, in der Geistesverfassung, die ihr beiden habt, wenn er ja sagen würde, so wie wenn seine Eva sagt, alle haben schon geheiratet, wir sind auch schon 10 Jahre zusammen. Ich komme mit der ich habe Krebs, der Arzt hat gesagt, eine stabile Partnerschaft hilft bei der Genesung. Mit der Nummer komme ich jetzt nicht nochmal. Die kennt ihr schon, wenn ihr meine älteren Videos gesehen habt und vor allen Dingen, wenn ihr hier die Premium-Member-Videos gesehen habt. Die gibt es hier übrigens auch und auch im neuen Mitgliederbereich. Habe ich ganz vergessen zu sagen, es gibt nicht nur die Live-Calls, offene Sprechstunde, sondern auch alle Premium-Member-Videos, die du hier auf YouTube dir auch anschauen könntest. Und es gibt darüber hinaus auf alle Kurse 50%. Es lohnt sich also wirklich, abgesehen davon, ganz tolle Community, jetzt schon mit den 2,5 Dutzend Teilnehmern, die mich bei dem Aufbau des Mitgliederbereichs unterstützen. Euch herzlichen Dank und liebe Grüße, auch mal von hier. Kommen wir wieder zurück zum Punkt. Wenn Twin Flamino zu deiner Frage, willst du mit mir gehen, ja sagen würde, wie er ja sagt zu, natürlich, ich verstehe. Jan, willst du mich heiraten? Obwohl er Nein meint. Woher wissen wir, dass er Nein meint?
Das wissen wir natürlich, weil es dich sonst in seinem Leben nicht gäbe. Du wärest eine Randnotiz in seinem Leben, einmal gesehen, einmal was mitgehabt oder dreimal was mitgehabt, aber sonst keine bleibende Wirkung. Es gäbe dich nicht in seinem Leben und andersherum, weil ihr, da ihr eins seid, es gäbe ihn nicht in deinem Leben. Wir wissen also, dass er zu seiner Eva ein Nein hat, weil es mit euch sonst überhaupt nichts gegeben hätte. Er hätte keine Reaktion auf dich, wenn Eva die richtige wäre. Er hat also ein Nein zu einer Person, mit der er aber das Spiel spielt, es gäbe ein Ja. Also er ist eigentlich in der Trennung, auch sie ist eigentlich in der Trennung und beide tun aber so, als wenn sie verbunden wären. Und das Spiel geht nur so, indem sie sich gegenseitig zu Dingen zwingen. Er heiratet sie, dafür hat er aber endlich die Freiheit und sie hängt ihm nicht mehr an der Pelle, auf der Pelle. Sie hängt ihm nicht mehr auf der Pelle. Er ist auch froh und muss nicht mehr darum bangen, aus der Wohnung zu fliegen. Wie geht es jetzt weiter in so einer Beziehung, in so einer Ehe? Ob mit oder ohne Trauschein spielt keine Rolle. Wie geht es jetzt weiter in so einer Partnerschaft, in der sich beide gegenseitig zu Dingen erpressen? Schauen wir uns das an mit Twin Flamino. Er hat Ja gesagt, obwohl er eigentlich Nein meint. Nehmen wir ruhig die Nummer. Alle haben schon geheiratet. Wir sind auch schon 10 Jahre zusammen. So, er hatte natürlich keine Lust zu heiraten, denn sonst hätte er es ja schon längst von sich aus angeboten. Er fragt. Hat aber jetzt getan. Dafür will er eine Entschädigung. Dafür will er eine Entschädigung in irgendeiner Form. Er will sich jetzt Freiheit zurückkaufen. Und natürlich fängt jetzt so ein Kampf an. Sie erwartet immer mehr von ihm. Das ist wie mit der C-Impfung. Wenn du einmal zugestimmt hast, musst du auch zum zweiten und zum dritten und zum vierten und zum fünften. So ist das, wenn man versucht, sich seine Freiheit zu erkaufen. Das wissen wir alle von Nepperschlepper-Bauernfänger. Das wissen wir alle von den Mafia-Filmen. Wenn man denen einmal was zahlt, dann heißt das nicht, wir kommen nie wieder, dann kommen die immer wieder. Wir kennen das alle und trotzdem sind so viele drauf reingefallen. Wenn man also sich erpressen lässt, eine Beziehung eingeht, eine Ehe eingeht, dann muss man immer mehr leisten. Dann muss man auch mit hierhin und dahin und nach außen hin jenes demonstrieren und das. Und wem geht das alles ziemlich auf die Nerven und gegen die Freiheit, gegen den freien Willen und vor allen Dingen gegen die Gefühle, die er eigentlich hat, die Impulse, in welche Richtung er eigentlich will, natürlich Twin Flamino. Und was macht er? Er fängt an, sich zu rächen. Er macht Dinge schlampig. Er vergisst Dinge. Er kommt zu spät. Er macht Dinge widerwillig. Er kommt mit zu den ätzenden Bekannten, die er auf den Tod nicht ausstehen kann und ist einfach ein unsympathischer Gast.
Wie rächt sie sich? Sie rächt sich dann auch an ihm. Das kennen wir, Migräne. Migräne, keine Lust, die Tage, heute nicht, hab was Schlechtes gegessen, will noch den Film gucken, muss noch arbeiten, muss morgen früh raus. Die Frau rächt sich an ihm durch Entzug von Sex. Sie kocht ihm nicht mehr, sie bügelt nicht mehr seine Hemden. Das sind die nächsten Stadien oder auch andere Stadien. Jeder macht ja so seins. Es gibt dann bestimmt auch die einen oder andere, die sagt, ich schneide mir doch nicht ins eigene Fleisch und entziehe ihm den Sex. Ich koche ihm einfach nichts mehr oder was auch immer. Ich kenne mich da nicht aus. Sein Ja zu dir in der Phase, in der ihr beiden in der Separation wart, in der Phase, in der deine Glaubenssätze über dich zu einer Witzfigur gemacht haben. So denkst du ja über dich, über dein Verhalten. Wenn er in dieser Zeit zu dir Ja gesagt hätte, also in der Zeit, bevor du erwacht bist, in der Zeit, bevor du zu Gott zurückgefunden hast und damit zu deinem göttlichen Sein, in der Zeit, bevor du zu deinem Leuchten zurückgefunden hast, in der Zeit, bevor du zu deinem Vertrauen, zu deiner Mission, zu deiner Berufung, zu deinem Sein, zu deiner tiefsten Lebensfreude zurückgefunden hast, sein Ja zu dir. Im Gegenteil all dessen wäre seine Rache an dir. Ihr hättet eine ähnliche Bedarfsgemeinschaft wie die Mehrheit der gegenwärtigen Partnerschaften. Das hat. Und da das nicht möglich ist, Twin Flamino kann mit Twin Flamine keine Bedarfsgemeinschaft führen, weil sie ja das wahre göttliche Paar sind, hat er nur eine Möglichkeit, also aus seiner Sicht nur eine Möglichkeit, den Rückzug. Und da schließt sich der Kreis, wenn du ihm diesen Rückzug nicht lässt und hinterherklammerst, dann flieht er nach vorne und nach vorne, da steht Eva mit den Ringen in der Hand. Zack, zack, hat sie ihn dann unter die Haube gebracht. All das spielt aber überhaupt gar keine Rolle für dich. Ich schließe nochmal an eins der Videos der letzten Zeit an, knüpfe da nochmal an. Das alles spielt überhaupt keine Rolle. Es ist nicht von Belang. Sei also achtsam damit, wenn du Menschen Fragen stellst, ob das wirklich Fragen sind, hat der Befragte, der so Befragte wirklich die Freiheit, Ja und Nein zu sagen, ohne bei dir an Gunst zu verlieren. Wenn du feststellst, dass das nicht so ist und du wirst zu 99% feststellen, dass das nicht so ist, denn es ist ein Training, eine Kunst, echte Fragen zu stellen, dann arbeite daran, deine Fragen so zu formulieren, dass du auch ein Nein annehmen kannst. Trainiere dich darin, ein Nein zu akzeptieren. Und das kannst du am besten tun, indem du anderen dein Nein gibst. Gib dein spontanes Nein. Gib nicht immer wieder ein Ja und räche dich dann an ihnen. Sag nicht zu etwas zu, wogegen du einen Einwand hast. Zum Thema Einwände werde ich ein neues Video machen. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, hier auf dem Kanal, in der Praxis oder im neuen Mitgliederbereich. Bis bald. Tschüss.